Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar weiß ich jetzt einfach so von vorne weg gesagt, weiß ich nicht, ob das Video funktionieren wird. Wenn ihr es seht, dann wird es funktionieren, aber ich habe gerade richtig Angst, dass meine Arbeit jetzt alles umsonst sein wird, weil ich habe noch nie in meinem Leben in meinen Videos Bilder mitten im Video eingeblendet. Das heißt, ich habe keine Ahnung, es sind hier 440 Bilder. Keine Ahnung, ob da irgendwas einstürzen wird oder ob das überhaupt funktionieren wird. Das wird auch eine stundenlange Arbeit sein. Aber wir fangen an. Und zwar hatte ich zuerst vor, mich auf Tinder anzumelden. Und dann habe ich auch alles eingegeben. Und dann kam plötzlich so, du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um Tinder benutzen zu können. Keine Sorge, bald slippst auch du mit. Bis dahin genieße einfach deine Jugend. Und dann habe ich versucht, die App wieder zu löschen und dann hochzuladen. Aber es ging nicht mehr, weil du musstest deine Handynummer eingeben. Und ja, ich habe mich praktisch schon mit der angemeldet und deswegen ging es halt nicht mehr. Und dann hatte ich auch gleich den ersten Match und wurde gleich angeschrieben von dem lieben Ron. Mal gucken, ob der jetzt als erstes drankommt oder nicht. Ja, also als erstes kommt der nicht dran, ja, aber wir fangen einfach mit irgendeinem an. Das ist auch einer der letzten, mit dem ich geschrieben habe. Und zwar der Sebi98. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich könnte an mir arbeiten, um dich zu mögen, beziehungsweise bin mir eigentlich sicher, dass ich das gar nicht brauche. Ich so, war das ein Anmachspruch? Er, haha, nicht unbedingt zwingend, wollte nur irgendwas schreiben und vielleicht zum Rückschreiben anregt. Und das war ein Icebreaker. Das heißt, du kannst, das ist was Besonderes, weil du kannst nur einmal am Tag einen Icebreaker verschicken. Ich weiß auch nicht, also man kann normalerweise immer jeden ansprechen, aber Icebreaker ist halt so, du schickst eine Nachricht an jemanden und die ploppt halt so auf. Und dann, ja, wenn du sie beantwortest, dann öffnet sich halt der Chat und wenn nicht, dann nicht. Ja, dann geht's weiter. Hat ja funktioniert? Ich so, ja, hat geklappt. Ja, dann hat er mich gefragt, was ich in meiner Stadt mache. Ich so, leben? also, hahaha, okay, dumme Frage. Ja, ich auch und ab und zu studiere ich. Ich so, ab und zu ist gut. Und was studierst du? Mechatronik. Er, ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde da Tag und Nacht sitzen. Wie kommst du da drauf? Ja, weil ich dich kenne, du. Sagt dir TUM BWL was? BWL schon. Und das TUM davor? Keine Ahnung. Du kennst mich? Du mich nicht? Der gute alte Sebi. Ja, ich kann auf den Bildern leider nicht viel erkennen. Zumindest auf denen, die du da gerade hast. Und? Ja? Dafür kann ich dich erkennen. Schick mal bitte ein Bild von dir. Ohne Scheiß, ich stehe voll auf dem Schlauch. Ich, ja, dann tu deinen Fuß vom Schlauch weg. Wir sind nur 800 Meter voneinander entfernt. Macht es dir Angst? Ja, von mir aus treffen wir uns noch vielleicht. Kapier ich dann, woher ich dich kenne? Alter, das war so 800 Meter. Ich hätte richtig Angst, dass er dann anfängt. Ich weiß ja nicht, wenn man halt einer Person von Entfernung her näher kommt, ob das dann auch weniger angezeigt wird, dann hatte ich richtig Angst, dass er dann halt so rumgeht mit seinem Handy und sucht, wo dann halt eben die kürzeste Entfernung zwischen uns ist. Und ich dachte mir halt so, scheiße, 800 Meter, es ist mein Sebi. Der gute alte Sebi, den ich kenne. Aber da steht ja Sebi 98 und ich glaube, mein Sebi ist 001. Glaube ich. Wieso merke ich mir das? Hat er geschrieben, ja, von mir aus treffen wir uns noch, vielleicht kopiere ich noch, woher ich dich kenne. Glaub mir, mir macht sowas sicher keine Angst. Hahaha. Ich so, ach, du bist ein Mutiger, hahaha. Kenne dich anders als die Pussy. Er, okay, dann erklär mir mal, woher du mich kennst. Ich so, hab dich mal gesehen in der Nähe von mir. Ja, ja, du. Er, okay. Und du glaubst mich daher dann zu kennen? Ja, ich habe mal was von dir gehört, haha. Ist jetzt egal.
Fuck off. Also, okay, und wie soll ich das verstehen, was von mir gehört? Ich so, jetzt wird spannend für dich, oder? Jetzt bist du gefesselt an mir. Glaub mir, verarschen kann ich mich selber. Hi, mein Name ist Hermann und ich bin 50 Jahre alt und Essstrichleger. Freut mich, Sie kennenzulernen. Und dann hat er mich blockiert, der gute Sebi. Warum bist du so Sebi? Ja, dann hat mich der liebe Kevin angeschrieben. Die sind jetzt alle ohne Reihenfolge, ja. Die sind alle durcheinander vermischt. Der gute Kevin, 22. Also, wir sollten zusammen an diesen Strand, Aurelia. Ich so, an dem von deinem Profilbild? Lieber an den von deinem. Können wir auch machen. Wo ist der? Italien. Klingt nach einem Plan. Nächste Woche ist ja sowieso Feiertag. Und dann habe ich so. Ich habe halt geschrieben, mir hat gerade einer gedroht. Und dann hat er nichts mehr geantwortet. Das mit der Drohung ist ja auch später. Das habe ich jedem geschrieben. Dann der liebe Michael. Hey, hast du zufällig mal bei Bernhard Assekuranzmakler in Lalala gearbeitet? Ich so, nee. Okay, danke. Der Markus 24, verifiziertes Mitglied. Seine Beschreibung. Ja, ich bin zu dick und Hobbys, Bootfahren, Schnorcheln, ältere Autos, was mit Freunden unternehmen, Film schauen und so weiter. Ich halte gar nichts von Schickimicki Instagram-Trollers und von eingebildeten Leuten, die nur auf das Äußere schauen. Ja, das war mir ja klar, dass du das sagen wirst mit deinem Profilbild.